zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Ja, liebe Zuschauer, wir kommen zu einer brandneuen und aktuellen Top 10 Show. Rund um das Thema Technik werden Sie gleich ganz, ganz tolle, auch neue Produkte kennenlernen. Wir haben ein Ranking für Sie erstellt und da sind absolute Highlights dabei rund um das Thema Technik, aber trotzdem verschiedene Aufgabenbereiche oder verschiedene Produktbereiche. Also lassen Sie sich da definitiv inspirieren und vor allem seien Sie aufgepasst. TV-Sonderpreise werden Ihnen natürlich garantiert und wenn es rund um das Thema Technik geht, dann stehe ich als Dame hier natürlich nicht alleine, sondern habe tatkräftige Unterstützung in Form eines Mannes und das ist heute der nette Herr Runert. Ja, ganz genau. Wir versuchen es einfach mal, liebe Zuschauer. Und die Vivian hat vollkommen recht, denn wir haben heute Technik-Highlights aus den unterschiedlichsten Produktbereichen für Sie. Und da wir wenig Zeit haben, würde ich sagen, starten wir gleich durch. Platz Nummer 10. Und auf Platz Nummer 10 gehen wir zuerst mal ins Auto. Und gerade im Auto finde ich, dass tolle Musik einfach wahnsinnig wichtig ist, Carsten. Absolut. Wir zwei Pendler fahren ja jede Woche um die 1000 Kilometer. 500 hin, 500 zurück, genau. Ganz genau. Und da braucht man einfach gute Musik. Aber nicht nur bei den Langstrecken. Ich finde generell, dass so ein Klangpaket im Auto einfach zur Standardausrüstung dazugehört. Ja. Und hier haben wir für Sie ein Bluetooth MP3 Autoradio mit Freisprechfunktion. 28,41 Euro. Der Preis fällt mir direkt mal auf. Carsten, wenn ich hier in den Elektrofachmarkt gehe, zahle ich da locker 50, 60, 70 Euro. Das ist so der Einstiegspreis für die klassischen, standardmäßig ausgestatteten Ein-DIN-Radios. Und das ist ja in Deutschland alles so schön genormt, liebe Zuschauer. Sie haben wahrscheinlich gerade bei den älteren Fahrzeugtypen dann entweder eine Blende oder zwei. Die sind ungefähr so, ich glaube, 3,5-4 Zentimeter von der Breite her. Wir sehen es hier gerade sehr schön. Und da ist eben Platz für die Autoradios. Das Schöne ist, dass wir hier ein sehr modernes Radio von Creasono anbieten dürfen. Und zwar hier mit der Möglichkeit, jederzeit auch gerne mal nicht nur das UKW-Radio zu nutzen mit automatischem Suchlauf für alle Sender, die entsprechend in Reichweite sind. Sie können also hier ohne weiteres auch mal direkt vom USB-Stick bzw. von der SD-Karte Ihre entsprechende Musik abspielen. Ja, das ist eine ganz tolle Angelegenheit und noch komfortabler wird es natürlich, wie wir es hier sehen, über die Bluetooth-Anbindung. Das ist die kabellose Möglichkeit. Ganz einfach das Smartphone, das Tablet oder auch mal den Laptop, wenn er Bluetooth-fähig ist, hier mit dem Autoradio zu koppeln und direkt kabellos vom Smartphone die Lieblingsmusik abzuspielen. Das ist eine ganz tolle Angelegenheit, zumal du hier in einer brillanten Qualität auch mit Rauschunterdrücker und Senderinfos und so weiter unterwegs bist und das sieht dann auch richtig spacig aus. Ist meines Erachtens genau das Richtige, auch mal für so einen jungen Fahranfänger, der trotz des relativ knappen Budgets immer noch ein vernünftiges Soundpaket und auch mal was optisch richtig Ansprechendes im Auto haben möchte. Kann man ja auch super verschenken, also wenn man super da jemanden hat, ja, der zum Beispiel jetzt das erste Fahrzeug hat und wo das vielleicht nicht alles zur Grundausstattung gehört, dass man eine Freisprechfunktion oder ein Freisprechsystem im Auto integriert hat. Vielleicht nicht ganz so toll das Autoradio dementsprechend dann auch gestaltet. Für 28,41 Euro dürfen Sie jetzt gerne zuschlagen. Ein brandneues Produkt hier bei Pearl TV und Ihre Bestellnummer, die PX1968 und die 569. Und Carsten, für mich ist das Besondere gerade bei diesem Autoradio, dass zum einen die Unterhaltung, das Entertainment hier groß geschrieben wird. Das heißt, mit fantastischer Klangqualität kann man hier entweder über Bluetooth oder natürlich auch über den Stick oder die SD-Karte die Lieblingssongs hören. Zudem hat man hier aber auch die Sicherheit, die groß geschrieben wird, sprich einmal die Möglichkeit, die Freisprechfunktion zu nutzen und gerade bei jungen Leuten, du kennst das vielleicht auch, die legen ungern mal das Smartphone aus der Hand, auch bei Autofahrten. Ja, da kommt ja alle zwei Minuten eine Nachricht. Ne? Genau, und da hat man einfach die Sicherheit, dass falls mal jemand anrufen sollte, dass dann alles definitiv über dieses Freisprechsystem läuft. Und genau das ist der Punkt. Hier ist natürlich auch ein modernes Mikrofon verbaut, liebe Zuschauer. Und Sie kennen das im unteren Teil hier. Und Sie kennen das sicherlich auch mal von einem Smartphone. Das haben Sie bestimmt auch schon mal 2-3 Meter von sich wegliegen gehabt und mit einer ganz normalen Zimmerlautstärke weitergesprochen. Ihr Gegenüber, Ihr Gesprächsgegenüber am anderen Ende der Leitung konnte Sie trotzdem immer noch hervorragend verstehen. Und genauso ist es hier auch. Das heißt, wenn ein Anruf reinkommt und das Telefon hier via Bluetooth mit dem Autoradio und damit einhergehend natürlich auch mit der kompletten Soundanlage, mit allen Boxen im Fahrzeug verbunden ist, dann kannst du ganz komfortabel das Handy ganz einfach in der Mittelkonsole lassen oder an der Halterung, wo du es auch immer hast, oder meine Jackentasche und
kannst trotzdem hervorragend telefonieren, das heißt den Anruf annehmen, natürlich auch ablehnen und die zuletzt gewählte Rufnummer auch ein weiteres Mal wählen. Auch die Sprachsteuerung, beispielsweise auch von Siri, wenn man ein iPhone hat, wird natürlich hierbei unterstützt. 4x50 Watt haben wir hier, das heißt also auch für den entsprechenden Klanggenuss, auch mal ein bisschen lauter ist gesorgt. Von den Anschlüssen sind wir standardmäßig unterwegs. Der Einbau ist wirklich auch ein Kinderspiel. Mittlerweile sind alle Anschlüsse genormt, die werden einfach nur gesteckt für die Antenne und natürlich auch für die Anbindung an das an die Bordelektronik. Und es sieht richtig peppig aus, finde ich, mit diesen blauen LED-Beleuchtungen. Schön gemacht für kleines Geld hier. Ein fantastisches Radio. Da hast du recht. Auch optisch ein absolutes Highlight, dieses Bluetooth MP3 Autoradio mit der Freisprechfunktion. Entertainment wird hier groß geschrieben, aber auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz. Die PX1968 und die 569, ihre Bestellnummer 28,41 Euro. Ein Preis, den man sich definitiv sichern sollte. Platz Nummer 10 für Sie, dieses fantastische Autoradio, was auch optisch, wie ich finde, ein richtiges Highlight ist. Sie sehen also, die Top 10 der Technik startet hier richtig gut. Verschiedene Bereiche, die wir einmal für Sie abklappern werden. Und deshalb, wir warten gar nicht lang, Platz Nummer 9. Weg vom Auto gehen wir jetzt in Ihre Wohnung. Gerade jetzt in der kalten Winterzeit, danke Diana, hat man ja ganz viel mit Heizen oder Heizkosten zu tun. Carsten, der normale berufstätige Mensch, der geht um 9 oder um 8 und kommt um 17 oder um 18 Uhr wieder nach Hause. Währenddessen läuft meistens die ganze Zeit die Heizung, weil wenn man abends reinkommt, möchte man es ja schon wohlig warm haben. Mit so einem programmierbaren Energiespar-Heizkörperthermostat kann man sehr, sehr viel Geld sparen. Und genau das ist der Punkt. Bis zu 30% der Heizkosten, Pi mal Daumen, kann man hier über das Jahr verteilt einsparen. Und Sie wissen selber, wie teuer tatsächlich die Heizleistung sein kann. Hängt natürlich ein Stück weit von der Raumgröße und natürlich auch von der Hitzeempfindlichkeit des einzelnen Menschen. Aber gehen wir mal von einer ganz normalen Heizleistung zu Hause aus, dann kannst du ungefähr 30% der Energiekosten einsparen. Und warum kannst du das? Nun ganz einfach, du integrierst hier für alle Standardventile und natürlich auch für die Danfoss-Ventile, da ist ein schöner Adapter dabei, einsetzbar. Ganz einfach hier das normale Ventil runter und schraubst den wieder drauf. Brauchst auch kein Werkzeug und gar nichts, kein Spezialwerkzeug, das lässt du ganz einfach fest. Ja, einfach das alte runternehmen und das neue draufschrauben. Und dann hast du hier die Einstellmöglichkeiten. Und die Einstellmöglichkeiten besagen dir, dass du drei verschiedene Heizphasen pro Tag einstellen kannst. Du kannst natürlich auch nur eine wählen, aber nehmen wir an, du gehst morgens um 8 aus dem Haus und kommst um 17 Uhr wieder zurück. Mhm. Dann muss zwischen 8 und 17 Uhr ja nicht permanent die Heizung auf volle Kraft laufen. Das kannst du manuell einstellen für jeden Raum einzeln. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, den keiner betreiben möchte. Oder aber du integrierst einfach diesen Energieheizkörperthermostat und stellst die gewünschte Uhrzeit und die gewünschte Temperatur ganz einfach ein. Du sagst dem Gerät beispielsweise, pass auf, fang um 6 Uhr an zu heizen. Wenn ich ins Badezimmer komme oder ins Wohnzimmer komme, sollen es muckelige 26 Grad sein. Wenn ich den Raum aber verlasse oder die Wohnung verlasse gegen 8 Uhr, dann kann das Thermostat auf ein Minimum runter regulieren, die Heizleistung. Und eine Stunde, bevor ich nach Hause komme, darf es also gerne wieder anziehen von der Temperatur, so dass ich dann angenehm und wohlig warm mein Zuhause wieder erreichen kann. Bis zu drei Heizphasen auf 0,5 Grad Celsius genau sind ohne weiteres drin. Wir haben eine automatische Nachtabsenkung. Wir haben aber natürlich auch Sicherheitsfunktionen. Zum Beispiel erkennt das Gerät ein geöffnetes Fenster. Ah. Und es macht ja keinen Sinn, ich sag mal, eine volle Heizleistung hier zu haben, wenn man hier von mir aus das Fenster auf hat. Das ist natürlich absolut katastrophal. Kriege ich ja mit meiner Vermieterin immer Ärger. Weil die auch sagt, ja, so heizen wir natürlich jetzt hier für die Nachbarschaft. Das ist klar. Da regelt der Thermostat automatisch runter. Der hat eine Antifrosterkennung mit dabei. Das bedeutet, du kannst hier auch jederzeit davon ausgehen, dass die Leitungen nicht einfrieren können. Und Wasser, was friert, das dehnt sich aus, das heißt, die Leitungen können platzen. Das wird mit so einem Gerät schlichtweg unmöglich gemacht. Man hat natürlich hier auch so auch die denkbar einfache Einstellung der Uhrzeiten, der Temperaturen, der gewünschten. Alles das ist hier ohne weiteres möglich und das eben für jeden Tag einzeln oder universell für jeden Wochentag. Morgens um 8 oder mittags um 2 oder was kannst du die Temperaturen einstellen. Ganz so, wie du es haben möchtest. Und das für 12,26 Euro. Jetzt rechne das mal quer, was du hier tatsächlich einsparen kannst. 30%
30%, ungefähr ein Drittel ihrer Heizkosten. Und Sie wissen in etwa von der letzten Nebenkostenabrechnung oder auch von Ihrer monatlichen Belastung, was das kosten wird. Ziehen Sie da ungefähr ein Drittel ab und dann wissen Sie, hier hat sich so eine Anschaffung schon bei einem Gerät gerechnet. Denken Sie das ruhig mal durch die ganze Wohnung durch. Da kommt ganz schön ordentlich Geld zusammen und das gebe ich lieber schön im Urlaub aus. Du Carsten, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Wie viele von denen sollte man denn installieren? Nun grundsätzlich, wenn du die Heizkörper hast mit den gängigen Ventilen, rate ich das in jedem Zimmer zu installieren. Im Keller macht es jetzt meinetwegen von mir aus weniger Sinn, aber im Schlafzimmer, im Badezimmer, in der Küche und auch im Wohnraum, natürlich auch in den Kinderzimmern und dergleichen, das kann man so etwas hervorragend einsetzen. Schau mal, allein bei den Kindern, die gehen morgens in der Regel oder sitzen morgens um 8 zur ersten Stunde in der Schule und kommen, je nachdem, um 1 oder um 2, um 3, um 4, offene Ganztagsschule und dergleichen nach Hause. Auch da muss das Kinderzimmer nicht den ganzen Vormittag beheizt sein, ist ja eh keiner drin. Kannst du den Thermostat das Ganze runterregeln lassen, bevor die Kinder die Hausaufgaben machen, ist die Temperatur wieder angenehm. Denkbar einfach und vor allen Dingen auch kinderleicht zu bedienen. Von den Einstellmöglichkeiten habe ich selber selten etwas Genialeres gesehen. Und du brauchst noch nicht mal vernünftiges Spezialwerkzeug. Machst du alles hier ganz einfach mit der Hand. Der Einbau dauert ungefähr eine Minute und dann hast du Ruhe. NX 5652 und die 569 auch brandneu hier im Programm. 12,26 Euro Ihr TV-Sonderpreis und allein hier sparen Sie schon ordentlich bei der Anschaffung und die Folgekosten, die werden auch ein absoluter Spaß. Deshalb sollten Sie sich definitiv Platz Nummer 9 sichern. Es geht weiter im Ranking für Sie mit Platz Nummer 8. Und auf Platz Nummer 8 haben wir für Sie die passende Uhrzeit. Jetzt auch optisch, wie ich finde, ein absolutes Highlight. Eine sogenannte 7-Segment-Digital-LED-Tischuhr oder auch Wanduhr. Sieht optisch richtig schick aus, Carsten. Und Sie haben auch die Möglichkeit, sich von dieser Uhr wecken zu lassen, selbstverständlich. Übrigens, derzeit vergriffen, bitte hier einmal schnell bestellen. Rufen Sie schnell an. Die nächste Auslieferung erfolgt ab dem 30.01. brandneu und bereits vergriffen. Deshalb hier schnell sein, bitte. Das ist ein wahnsinnig beliebtes Produkt. Ja, und das ist einfach eine tolle Angelegenheit, die wir hier haben. Und dieses 7-Segment-Uhren oder die Bezeichnung 7-Segment bedeutet, dass du die Ziffern 0 bis 9, also alle einstelligen Zahlen, mit 7 Balken in der Summe darstellen kannst. Und hier reden wir natürlich von LED-Beleuchtung, liebe Zuschauer. Und egal, ob es jetzt 14.13 Uhr oder 9.27 Uhr ist, das wird dir hier eben entsprechend angezeigt. Das Schöne ist, du kannst natürlich jederzeit also auch das Ganze dimmen, wenn du das möchtest. Ist also auch eine sehr schöne Nachttischbeleuchtung, eine sehr schöne Schreibtischbeleuchtung und du hast gleichzeitig auch noch einen Wecker mit dabei. Und ich muss zugeben, ich habe schon verschiedenste Uhren zum Aufstellen, zum Hinhängen gesehen. Klassische Wanduhren, rund, Bahnhofsdesign, als Chrono-Design, klassisch oder auch mal aus Holz. Aber so etwas, muss ich zugeben, habe ich also wirklich noch nirgendwo gesehen. Und insofern muss ich sagen, die 18,91 € sind für mich für so eine spacige Uhrenvariante definitiv schon fast geschenkt. Wenn man sowas mal in einem Jugendzimmer oder mal in einer Herren-Single-Wohnung, auch mal bei einem Studenten, bei einem jungen Mann oder was, das sieht doch nur peppig aus. Also da ist das Geschlecht fast egal, auch die Mädels werden da heiß drauf sein. Auch bei einem Erwachsenen mal in der Küche, im Badezimmer, im Schlafzimmer, jederzeit ganz einfach mal auf einen Blick perfekt die Uhrzeit ablegen. Du Carsten, ich finde das auch super als Nachttischwecker. Also wenn ich nachts aufwache, ist der erste Blick immer auf die Uhr. Ja. Und so finde ich, sieht man einfach wunderbar und auch in einer ordentlichen Größe dann dementsprechend, wie viel Uhr es ist. Das Schöne ist, auch die Morgenmuffel, die genauso wie ich morgens es lieben, vielleicht noch 15 oder 20 Minuten nach der Weckzeit im Bettchen zu schlummern. Ja, es gibt hier auch die Schlummerfunktion, die können Sie individuell einstellen von 5 bis 60 Minuten. Das heißt also, Sie können Ihren Wecker stellen und dementsprechend dann danach noch einstellen, wie lange Sie denn im Bett schlummern möchten, sodass Sie es auf jeden Fall zeitlich passend schaffen, dann noch dementsprechend alle Besorgungen zu machen oder auch natürlich zur Arbeit zu gehen. Die NX 5704 und die 569, Ihre Bestellnummer, wie gesagt, derzeit vergriffen. Bitte sofort bestellen. Die nächste Auslieferung erfolgt jetzt schon in Kürze. Nicht für 59,90 Euro, nein, Ihr TV-Sonderpreis 18,91 Euro. Die ist mal richtig spacey hier und ich muss zugeben, die gefällt mir richtig gut. Ich habe sie in der Vorbereitung jetzt auch nur auf den
Bildern kennengelernt. Aber das, was ich jetzt hier live vor mir habe, ist wirklich absolut spitze. Sieht gut aus, ne? Also mit dem Standfuß natürlich, ich habe ihn gerade mal runtergenommen, damit man sieht, dass man sie auch hinhängen kann. Das Kabel ist also auch intelligent konzipiert. Hinlegen können Sie die auch? Wir haben die, ja, ganz genau. Kannst du umfallen lassen, wenn du möchtest. Ich habe den Fuß falsch schon dran montiert. Ist egal. Sie wissen, wie es gemacht wird, liebe Zuschauer. Und das eben mit einer 7-Segment-Uhr. Und die ist natürlich mal richtig klasse jetzt hier. Alleine von der Länge, knapp 22 cm, knapp 8 cm hoch. Schön ist sie, also gefällt mir richtig gut. NX5704 und i569 brandneu und direkt in der Top 10 gelandet. 18,91 Euro derzeit vergriffen. Bitte sofort bestellen, sodass Sie noch die letzten Bestelllistenplätze sichern können. Liebe Zuschauer, Sie sehen, wir haben absolute Highlights für Sie hier in der Top 10 Show der Technik. Und es geht weiter für Sie mit Platz Nummer 7. Und Gott sei Dank, endlich ist es wieder soweit. Ja. Wir müssen es wirklich sagen. Endlich, endlich, endlich. Hier ist er, heiß und innig geliebt, der Care-Roboter. Liebe Zuschauer, das ist einfach nur ein Haushaltshelfer, den wirklich Mann wie Frau haben muss, wie ich finde. Gerade zu diesem Preis. Wir hatten den Cast und ich glaube, der war innerhalb von 2, höchstens 3 Tagen komplett ausverkauft, die erste Lieferung. Und wir haben großzügig geordert. Ja. Ja, wir werden natürlich wissen, dass unsere Kunden, die ein bisschen technikaffin sind und die ganz einfach genauso ungerne Hausarbeit erledigen, wie wir beide auch und wie die komplette Belegschaft hier von Pearl TV, dass die natürlich gerne mal zugreifen. Und gerade diese Kehrmaschinen, diese Kehrroboter, die Wischroboter, die Fensterputzroboter, all das, was man also im Reinigungsbereich zu Hause ganz einfach von einer Maschine machen lassen kann, ist bei unseren Zuschauern unglaublich beliebt. Und warum? Man kann es wahrscheinlich nachvollziehen. Es ist eine enorme Zeitersparnis, die ich hier habe. Keine Angst, also der hat einen Antifall-Algorithmus. Das heißt, der erkennt natürlich über seine moderne Sensortechnik nicht unbedingt, dass er hier auf einem Tisch unterwegs ist, aber er erkennt die Kanten. Und er würde also niemals auf die Idee kommen. Na gut, da ging es aber runter. Das ist schon wieder ein Sonderfall. Ja. Sowas hat man normalerweise nicht in der Wohnung. Aber jetzt haben wir jetzt Treppenstufen und dergleichen, würde er erkennen und würde dann entsprechend auch ganz einfach wieder abdrehen. Und so zärtlich und soft, wie der hier zu Werke geht, ist das ein reines Vergnügen. Grundsätzlich ist es einfach so, dass wir hier akkubetrieben jederzeit kehren lassen können. Und wir haben hier eine rotierende Bürste, wodurch du also auch mal bei einer ganz normalen Meterware, bei einer Auslegware im Teppichbodenbereich, bis an den Knoten runterkommst, bis an den Flur runterkommst. Kannst natürlich auch jeden glatten Boden ohne weiteres ausreinigen. Und hier haben wir noch die entsprechenden Putzaufsätze mit dabei. Die kannst du auch von der Schiene komplett runternehmen. Zeigen wir auch mal schnell. Wenn du mal eben antistatisch jetzt hier nur mal die Haare oder die Fussel vom Boden wegnehmen möchtest, wenn du mal eben nebelfeucht durchwischen willst mit ein bisschen Reiniger oder auch gerne mal Desinfizierer, ist auch das ohne weiteres möglich. Die Bauform lässt es ohne weiteres zu, dass wir also auch bis in die Ecken reinkommen, denn hier haben wir diese sogenannte Zuführbürste und die arbeitet zuverlässig und führt den Schmutz aus den Ecken in diese Ansauglippe, in diesen Auffangbehälter hier mit rein. Und das Schöne ist, du brauchst hier noch nicht mal großartig nach Staubsaugerbeuteln oder nach irgendwelchen Auffangbehältern zu gucken. Das Ganze funktioniert hier nach einem Permanentprinzip und guck mal hier, hier ist das ganze Popcorn, was das Kerlchen gerade hier vom Tisch aufgekehrt hat, im Auffangbehälter vorhanden. Gehst über den Mülleimer, kippst das Ganze aus, machst es wieder zu und dann hast du entweder mitwischen oder ohne eine perfekte Kehrmaschine. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen einmal hier diese kleine Bürste, die rotiert. Das heißt, hier wird aus jeder Ecke der umliegende Schmutz einmal eingekehrt. Hier sehen Sie das, wunderbar. Dann gehen wir rüber, hier der Schmutz wird eingesammelt und wird direkt an diese rotierende Bürste hier weitergeleitet. Diese eignet sich dann nochmal perfekt zur Tiefenreinigung, weil die Borsten, Sie sehen es hier, Achtung, wunderbar angeordnet sind und dementsprechend auch stabil sind, sodass diese wirklich auch den tiefenden Schmutz entweder von glatten Oberflächen oder natürlich auch von Teppich super entfernen. Und dann hat dieser Care-Roboter natürlich einmal einen Staubbehälter, wo dann all ihr Schmutz einmal eingefangen wird. Und Carsten, das Schöne ist für all diejenigen, die Haustiere haben. Ich hatte das Thema gerade erst draußen, da standen wir und ich sage, oh mein Gott, ich könnte wirklich jeden Tag
oder ich mache es eigentlich auch fast jeden Tag, Staubsaugen, wischen, mit dem Dampfbesen drüber gehen, da bin ich ja sowieso ein totaler Freund, weil ich einfach Boden, der sauber ist, genieße, weil ich das haben möchte. Und vor allem, wenn man Haustiere hat, ist das, wie ich finde, das A und O. Die Härchen, die unten liegen, du kennst das, man frühstückt, Brötchen wird geschnitten, dann krümelt es mal ein bisschen unten und man möchte nicht jedes Mal immer den Staubsauger rausholen, dann damit durch die Wohnung jagen. Das ist einfach wahnsinnig umständlich. Und deshalb ist so ein Care-Roboter einfach die perfekte Möglichkeit, ihn diese Arbeit machen zu lassen. Selbstverständlich empfehlen wir hier, wenn Sie sagen, jede Woche oder alle zwei Wochen möchte ich nochmal gründlich durchsaugen, so dass ich quasi nochmal für mich dementsprechend die Sicherheit habe, können Sie das gerne machen, aber brauchen Sie eigentlich nicht. Du, es ist doch ganz einfach so. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, ich sag mal, da rennt ständig einer rein, wenn du Kinder hast sowieso, und zieht dann die Schuhe nicht aus. Dann hast du mal ein bisschen Matsch von der Straße oder vom Gassi gehen mit dem Hund unter den Füßen, zack, musst du mal wieder einen Staubsauger holen. Ja? Oder von mir aus auch Schäufelchen und Handfeger dazu. Wenn man Kinder hat, die ziehen sich die Schuhe grundsätzlich nicht aus. Mein Sohn rennt, obwohl ich es ihm 100-mal gesagt habe, immer mit schmutzigen Schuhen einmal quer durchs ganze Wohnzimmer. Und was bekommt er? Klar, erstmal einen kleinen Anpfiff. Ja? Aber so sind Kinder eben nun mal. Jetzt kann man also da wirklich klinisch rein, wie in einem Operationssaal leben. Oder man akzeptiert es. Man muss aber dann leider akzeptieren, dass man gelegentlich auch schon mal zu einem Handfeger oder zu einem Besen greifen muss. Sparen sich die Arbeit, lassen Sie das ganz einfach hier den Care-Roboter machen. Sie können gleichzeitig auch noch durchwischen lassen. Keine Angst eben vor irgendwelchen Katschen in den Möbeln oder Schrammen in den Wänden. Da dreht er rechtzeitig und ab. Carsten, und du hast keine Folge. Der ist super flach. Das heißt, der fährt auch unter das Bett, unter das Sofa, unter den Tisch, unter die Stühle. Da, wo man normalerweise alles verrücken und verschieben muss, hier kann er vollautomatisch drunter kriechen. Mit den Seitenbürsten, liebe Zuschauer, und der rotierenden Bürste entfernt er auch tiefsitzenden Schmutz. Ein beutelloser Staubbehälter für 0,6 Liter Schmutz, 1 Kilogramm leicht und 65 Dezibel leise, 66,41 €. So günstig war es noch nie. Die NX5710 und die 569. Bitte gehen Sie schnell in die Leitung. Wir können Ihnen wirklich versprechen, dass der innerhalb von wenigen Tagen vergriffen sein wird, wenn nicht sogar schon bis morgen. Das ist einfach ein wahnsinnig beliebtes Produkt. Also das ist aber auch ein toller Helfer für den Haushalt. Also muss man an dieser Stelle einfach sagen. Wenn Sie den bestellen, dann können wir Ihnen definitiv gratulieren. Sie werden die Zeit genießen. Platz Nummer 6. Ja, liebe Zuschauer, und auf Platz Nummer 6 ist auch ein kleiner, großer Helfer, wie ich finde. Ich kenne zum Beispiel meinen Vater, der ein Smartphone hat, und mein Vater hat so richtige Bauarbeiterfinger. So richtig dicke Daumen. Charmant. Richtig dicke Finger. So, und er ist einfach maßlos überfordert damit, eine Textnachricht zu schreiben, weil er sagt, wenn ich versuche, einen Buchstaben zu drücken, dann habe ich direkt immer 5. Die 5, die daneben liegen. Deshalb ist so ein Eingabestift, so ein aktiver Touchscreen-Eingabestift, genau das Richtige für all die, die das Problem auch kennen, die zum einen aber vielleicht auch ihren Touchscreen schonen wollen und, Carsten, um natürlich auch präzise zu zeichnen. Das ist es ja gerade. Und ich bin jetzt nicht gerade ein Maltalent, deswegen versuche ich es ganz einfach mal, ein bisschen was zu zeichnen jetzt hier. Die Kollegen kennen das immer von der Tafel im Besprechungsraum. Ich versuche immer mal so einen Donald Duck zu zeichnen. Machen wir es ganz einfach mal. Aber das Problem ist eben bei diesen kapazitiven Bildschirmen, die reagieren natürlich ganz hervorragend auf die Berührung mit dem Finger. Ja, aber wenn du jetzt mal was zeichnen möchtest, und es gibt so Zeichenprogramme, die man natürlich auch als Applikation laden kann, dann kommst du schon mal schnell an deine Grenzen heran. Wie gesagt, ich bin kein Profi-Zeichner, aber ich denke, dass das ein Donald Duck werden soll. Das kann man zumindest grob mal hier erahnen. Ja, das soll es jetzt für den Moment mal gewesen sein. Aber das Schöne ist, Sie sehen, wie präzise... Kevin, der sieht dir ähnlich, wenn du so weiterlachst jetzt hier. Ja? Naja, so, man kann natürlich hier jederzeit, also auch bei solchen Programmen, mal die Farbgebung und dergleichen wählen, sodass man ganz einfach seiner Kreativität mal freien Lauf lassen kann. Ich wünsche Ihnen etwas mehr Talent. Dass Donald Duck zum Beispiel auch rote Augen haben zum kann. Zum Beispiel, ganz genau. Oder einen orangefarbenen Schnabel oder wie auch immer. Sie kennen es natürlich auch mit Unterschriften. Das kommt ja auch noch dazu, wenn man jetzt irgendwie sagt, pass mal auf, ich muss mal was unterzeichnen. Mit dem blanken Finger wird das mitunter einfach zu breit. Da kannst du mal sagen, pass mal auf, ich mache jetzt hier mal mein Müller drunter. Ja? Sieht auch ein bisschen schief und krumm aus. Aber das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie haben hier eine druckempfindliche, sehr dünne Spitze. Darf ich mal? Ja, sehr gerne. Und das macht diese Angelegenheit also ausgesprochen präzise. Und ich muss gerade ein bisschen lachen, als du deinen Papa erwähnt hast. Meiner macht das ganz genauso. Ups. Der hat also auch einen Eingabestift, weil er auch sagte, ich spare mir zum einen die Fingerabdrücke auf dem Display. Ja? Und wir Menschen haben nur mal eine Fettschicht auf der Haut. Das lässt sich nicht vermeiden. Fassen Sie mal eine Glasplatte an. Das sieht genauso aus. Oder eine Glasscheibe.
Und da muss man nicht dauernd drüber wischen, wenn man so einen Stift benutzt, weil hier ganz einfach die Haut nicht mit dem Glas des Displays in Berührung kommt. Gleichzeitig hast du hier eine sehr präzise Variante und kannst natürlich jederzeit also auch mal die kleinen Tasten eines Smartphones besser treffen oder eben hier auch mal solche Zeichenprogramme machen. Ich finde den Stift sehr, sehr schön. Jetzt guck dir das mal an. Radiert die meine Kunst weg? Ist das zu fassen? Der Jute Donald Duck. Disney hat übrigens gerade angerufen und wollte von mir den neuen Film designt haben. Ja? Ugly Faces heißt der übrigens. Die neue Variante der Disney-Filme demnächst in dem Kino ihres Vertrauens. 21,76 für unseren aktiven Touchscreen-Eingabestift mit dem integrierten Akku. Der hält übrigens ewig. Der ist richtig klasse. Wir haben eine Status-LED, ein schönes Alu-Gehäuse, knapp 15 cm Gesamtlänge. Den hast du immer mal schnell am Start. Das hast wahrscheinlich auch du gezeichnet. Aber ne? Selbstverständlich. Guck mal HZ2744 und die 569. Hier sehen Sie nochmal Herr Rulands Kunst. 21,76 Uhr. Das ist der Wahnsinn. Also was du zeichnen kannst, kann ich verstehen. Liebe Zuschauer, HZ2744 und die 569, 21,76 €. So, liebe Zuschauer, wir kommen zur Halbzeit. Tolle Produkte warten auch jetzt im zweiten Teil auf Sie. Deshalb spannen wir Sie gar nicht lange auf die lange Folter. Platz Nummer 5. Und auf Platz Nummer 5 bekommen Sie jetzt astreinen Fernsehempfang. Und das Schöne ist, dass diese Flachantenne ein richtiger Verwandlungskünstler ist. Ja, und das ist einer der Top-Technik-Artikel bei uns im Hause, liebe Zuschauer. Und Sie wissen, dass wir im 4K, im UHD-Format, also in vierfacher HD-Qualität, ausstrahlen, unser Programm ausstrahlen. Das sieht man natürlich dann also auch mitunter an der Schärfe des Bildes. Ein schöner 4K-Fernseher zum Beispiel steht vielleicht auch schon seit Weihnachten bei Ihnen. Und da ist es ganz einfach wichtig zu wissen, dass man diese Programmqualität, die wir aussenden, aber auch grundsätzlich andere, eine breite Palette der Programmauswahl zum Beispiel, in der Regel über den Satelliten reinbekommt. Natürlich kann man auch Kabelfernsehen wählen, da ist die Bandbreite der unterschiedlichen Programme also ähnlich ausgeprägt, aber es kostet eben einen monatlichen Beitrag in den entsprechenden Kabelnetzen. Und einmal angeschafft, gehören die ganzen Utensilien, die Sie für Sat-Empfang brauchen, natürlich Ihnen. Das heißt, auch mal bei einem Wohnungswechsel müssen Sie da nicht neu kaufen. Da können Sie jederzeit diese Flachantenne oder natürlich auch mal den Sat-Receiver mitnehmen. Wie ich gerade sage, Flachantenne. Man kennt das Ganze, wenn man Satellitenfernsehen empfangen möchte, unter der Bezeichnung Satellitenschüssel. Und unter einer Schüssel verstehe ich so ein Teil, riesengroß, 50 Kilo schwer. Die musste erstmal aufs Dach hochwuchten und das am besten mit 3 Mann. Ich bin kein Dachdecker, insofern habe ich ab 3 Meter Höhe also schon so ein bisschen Schwindelattacke. Und ich habe das einmal versucht, das mache ich nie wieder. Diese sind wesentlich kleiner, wesentlich kompakter. Und wir haben sie jetzt heute hier für Sie in den Technik-Highlights, in den Bestsellern, in zwei verschiedenen Varianten. Das hier ist die Twin-Variante. Mhm. Und mit dieser Twin-Variante bekommst du über den Satelliten zwei verschiedene Fernseher, das heißt zwei verschiedene Sat-Receiver mit unterschiedlichen Fernsehprogrammen versorgen. Und das ist Spitzenklasse, weil die Empfangsqualität einfach nur sensationell ist. Die Flachantenne ist schön klein und kompakt gehalten, knapp ein halber Meter lang, gut 30 cm in der Breite. Und wir haben sie jetzt hier in der Farbgebung weiß, in einem Standardweiß, aber sie muss nicht weiß bleiben, wenn du das nicht möchtest oder wenn du Stress mit deinem Vermieter hast, der das nicht ganz so sexy findet, wenn da so bei so einem Mehrparteienhaus da 12 Satellitenantennen oder 12 Flachantennen auf den Balkonen oder auf der Fassade hängen, tarne sie ganz einfach. Und deswegen sagen wir Chamäleon. Ja. Zum Beispiel, wenn du das möchtest, wenn das die Fassadenfarbe ist, kannst du es auch so mal versuchen. Liebe Zuschauer, Sie können diese tarnen und quasi komplett durchsichtig machen. Also Man sieht von Weitem absolut nichts. Sie sehen hier gerade, wie super einfach und simpel auch das ist. Einfache Sprühfarbe nehmen. Zum Beispiel. Ganz egal welche. Ja, also grundsätzlich sollte man vermeiden, irgendwelche Bleifarbe oder sowas zu wählen. Aber da weiß der Fachhandel in der Regel Bescheid. Grundsätzlich Metalllacke sollte man vermeiden. Ja, aber ganz normale Fassade, auch mal Fassadenfarbe und dergleichen, die haben normalerweise keine Metallpartikel. Das heißt, die können das Signal nicht abschirmen, was vom Satelliten kommt. Und insofern, wie gesagt, da am besten einfach mal im Fachhandel nachfragen. Das kostet nicht die Welt und ist schnell nichts gemacht. Und so etwas integriert sich natürlich rein optisch schon mal ganz anders in die Außenfassade. Und ich glaube, da kann der Vermieter, selbst wenn er vorher dagegen war, nicht mehr unbedingt was sagen. Schau mal hier, fällt kaum auf. Das könnte auch ein Stromkasten oder sonst irgendwas sein. Auf jeden Fall hast du jetzt nicht mehr so einen weißen Klotz da hängen, sondern eine schöne, dezente Variante. An der Empfangsqualität änderst du übrigens mit der entsprechenden Farbe gar nichts. Es gibt ja auch diese Klebefolien im Baumarkt, die so ein bisschen aussehen wie so eine Ziegelfassade oder eine Klinkerfassade oder was. Wenn das passende für dich dabei ist, dann tarne sie und dann fällt sie gar nicht mehr wirklich auf. Und trotzdem hast du einen
brillanten Fernsehempfang zu Hause. 142,41 € für die Twin-LMB-Variante, liebe Zuschauer, Ihre Satellitenflachantenne von Auvisio. Die PX 1384 und die 569, Ihre Bestellnummer. Selbstverständlich haben Sie hier auch die Möglichkeit, diese Satellitenantenne dann mobil zu nutzen. Sehr kompakt und fast unsichtbar tarnbar. Wetter- und UV-beständig von minus 30 bis plus 60 Grad. HDTV und Radio dezent, empfangsstark und schnell montiert. Liebe Zuschauer, das ist Ihre Satellitenflachantenne, die PX 1384 und die 569 für die Twin LMB. 142,41 € Ihr fantastischer TV-Sonderpreis. Den können Sie sich hier sehr gerne sichern. Hier nochmal die Vorteile einer Flachantenne gegenüber einer Satellitenschüssel. Windunempfindlich, einfacher Transport und natürlich auch die Installation im mobilen Einsatz. Übrigens ist hier, liebe Zuschauer, auch ein Kompass für Sie inklusive für die einfache und exakte Ausrichtung und natürlich auch die optische unauffällige Integration in die Umgebung. Die Twin LMB, die PX 1384 und die 569. Und jetzt kommen wir mal zu der zweiten Variante, die wir hier für Sie haben. Auch auf Platz Nummer 5, die Quad-LMB. Und Carsten, das ist schon was für so ein Zweifamilienhäuschen. Zum Beispiel, oder jetzt einmal für einen Personenhaushalt mit mehreren Personen, zwei Erwachsene, ein Kind oder zwei Kinder zum Beispiel. Und das ist auch das meistgewählte Modell von unseren Kunden, liebe Zuschauer. Liegt normalerweise bei einem Einstiegspreis von knapp 280 €, was ich persönlich schon sehr günstig finde. Bei uns bekommen Sie die für 161,41 €. Vier verschiedene Satzreceiver, vier verschiedene Fernseher, also mit vier verschiedenen Programmen wäre im Maximum möglich. Du kannst auch nur einen Anschluss oder zwei oder drei wählen, wenn du das möchtest. Und viele unserer Kunden sagen sich, pass mal auf, bevor ich für 140 € knapp dir die Twin-Variante wähle, denke ich ganz einfach mal ein, zwei Jahre im Voraus. Und die Kinder, die jetzt heute 8 oder 9 Jahre alt sind, die werden auch mal irgendwann ins Teenager-Alter kommen und vielleicht dann auch nicht mehr unbedingt an einem Samstagabend neben Mama und Papa auf dem Sofa sitzen wollen. Die wollen dann mal ihr eigenes Programm schauen. Ja? Absolut. Und irgendwann kommt das und bevor du dann wieder was Neues kaufst, nimmst du die 20 € Aufpreis und holst dir die Quad-Variante. Dann kannst du noch mal ein bisschen nachlegen. Was du meintest, ist sehr interessant für die Doppelhaushälftenbewohner. Wenn du jetzt zum Beispiel zwei Parteien hast, eine links, eine rechts, dann können zwei Anschlüsse nach links und zwei Anschlüsse nach rechts rübergehen. Da kommst du pro Partei auf gut 80 €. Und ich glaube, als Anschaffungskosten für eine Flachantenne in dieser qualitativen Anforderung sind 80 € pro Partei und selbst bei einer Partei mit 160 € hier nicht zu viel verlangt. Ist eine sehr schöne Variante. Ansonsten sind sie baugleich. Der LNB, das Empfangsmodul, ist mittlerweile nicht mehr außen zu sehen, sondern ins Gehäuse integriert. Die wiegen also gerade mal knapp 4, 4,5 Kilo, sind aber also auch leicht anzubringen. Montagematerial wird mitgeliefert. Und wenn Sie nicht so hundertprozentig wissen, wie Sie eine Sat-Antenne einrichten, auf den Satelliten ausrichten sozusagen, da haben wir schöne Satellitenfinder für Sie im Programm. Die kosten 20, 22 € oder was. Und dann misst du die Feldstärke des sogenannten Sat-Signals, also das Signal, was vom Satelliten kommt. Ja, denn beim Sat-Fernsehen, gerade das digitale Sat-Fernsehen, das hast du oder du hast es nicht. Das heißt, es gibt nur Hop oder Top. Entweder ein starkes Bild oder gar keins. So einfach ist das. Aber die Empfangsqualität ist wirklich brillant und das unterschreiben uns locker Tausende von Kunden, die die Antenne schon zu Hause integriert haben. 161,41 €, Ihr Wahnsinns-TV-Sonderpreis. Den dürfen Sie sich jetzt sichern. Die Quad-LMB-Variante, ein absoluter Bestseller hier bei uns. Auch Carstens Empfehlung, wenn Sie sagen, ich möchte einfach mal ein bisschen mehr haben, damit ich die Sicherheit habe, wenn ich irgendwo noch mal einen Fernseher montieren möchte oder installieren möchte, dann ist das kein Problem. Die PX 1385 und die 569, Ihre Bestellnummer 100,61 €. Der Wahnsinn ist, die kostet normalerweise knapp 280 € für Sie. Noch einmal hier beide Varianten, die Twin LMB mit der PX 1384 und der 569 und die Quad LMB mit der PX 1385 und der 569. Also Sie sehen, wir haben hier Technik, die einfach fasziniert, die überzeugt und die vor allem zu einem grandiosen Preis. Platz Nummer 4. Und auch auf Platz Nummer 4 haben wir einen absoluten Bestseller. Das ist ein Notebook, das wirklich fasziniert, überzeugt und vor allem begeistert. Ich bin wirklich verliebt. Ja.
in dieses Gerät, weil das ist ein richtiger Allrounder, das ist ein Alleskönner, liebe Zuschauer. Und für Sie heute für 569,50 Euro. Wow. Ja, also da muss man ganz klar sagen, Leute, zugreifen, solange wir noch welche haben, denn den 2760p von Hewlett-Packard werden wir nicht mehr anbieten können, wenn unsere Bestände vergriffen sind. Und es sieht langsam aber sicher richtig mau aus, denn wir gehen auf die begrenzten Stückzahlen zu. Hewlett-Packard natürlich ein Anbieter ihres Vertrauens, über 20 Millionen verkaufte Exemplare weltweit, sprechen da eine klare Sprache. Immer wieder absoluter Top-Anbieter, wenn es in den IT-Bereich reingeht. Und die sind sich auch nicht zu schade, mal bestehende Konzepte zu überdenken. Und hier mal ein richtiges Leistungspaket. Wir haben hier einen der modernsten Prozessoren der Welt drin. Das Beste, was du momentan für Geld kaufen kannst. Der Intel Core i7-Prozessor ist mega schnell, mega robust. Da baut die Firma Intel also mittlerweile, sagen wir mal, Triebwerke für die Rechner, die sensationell sind. Die also auch den Anforderungen der heutigen Zeit und bestimmt auch noch der Zeit in 10, 15 Jahren locker gewachsen sind. 16 GB Arbeitsspeicher runden das ganze Paket ab. Also allein von der Leistungsdichte, wow. Dazu ein schönes kompaktes Gehäuse, 12,1 Zoll, knapp 31 cm in der Bilddiagonale, hochauflösend, groß genug also für zu Hause und kompakt genug für unterwegs. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, das ist ein Notebook, was wirklich zu Hause absolut grandios ist, aber auch für unterwegs. Und das Schöne ist, vielleicht haben Sie sich gefragt, auch in der letzten Zeit, ich müsste eigentlich ein neues Notebook haben, aber ich hätte auch gerne ein Tablet. Und jetzt schauen Sie zu, im Handumdrehen zaubert der Herr Ruland hier aus diesem leistungsstarken Notebook ein Tablet-PC der absoluten Extraklasse. Ist das nicht der Wahnsinn? Und so macht das richtig Spaß, liebe Zuschauer. Denn das ist jetzt wirklich mal das absolute Nonplusultra. Sie haben das gesehen, ich habe einfach nur das Display gedreht. Und natürlich können Sie längs oder quer jetzt hier damit arbeiten. Es ist ein kapazitiver Bildschirm. Das heißt, der berührt, der geht also auch von den Berührungen Ihres Fingers aus. Und das macht ganz einfach Spaß, damit zu arbeiten, wenn man ganz einfach mal einen Tablet-Computer braucht beispielsweise. Kennen Sie natürlich, Sie kennen die iPads, Sie kennen die Android-Geräte, Sie kennen die in verschiedenen Größen und es ist natürlich jetzt hier auch ohne weiteres möglich, Tastatur ganz einfach zuzuschalten. Übrigens auch hier der Eingabestift, hier bereits im Gehäuse integriert. Wenn du hier die Fettabdrücke, die Fettfingerabdrücke nicht haben willst oder auch mal präzise zu Werke gehen kannst, ja, oder präzise zu Werke gehen möchtest. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe jetzt eine große Schriftmenge, ich möchte einen Brief schreiben oder was auch immer, dann gehst du ganz einfach hin und hast jetzt hier mit einer Drehung des Displays ein vollwertiges Laptop zur Verfügung. Das bedeutet, du kannst jetzt hier natürlich auch hingehen und sagen, pass auf, ich mache das Ganze über den kapazitiven Bildschirm jetzt hier, was natürlich so nicht unbedingt Sinn machen würde, denn hier hast du eine vollwertige Tastatur, die all die Möglichkeiten bietet, die normalerweise auch ein anderer PC bietet, nur hier eben in der Kombination aus Laptop und Tablet-Computer. Und so einfach geht das. Zack. Ja, und das Schöne ist, Sie können hier wirklich arbeiten. Sie können das Notebook mit diesen grandiosen Leistungsdaten nutzen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, bequem über das Tablet zu surfen. Kapazitiver Touchscreen ist selbstverständlich integriert. Und das Schöne ist, wir kommen zu einem weiteren Extra. Und er hat ja schon viele Extras, wie eine Webcam oder so ein Fingerprint-Reader. Ja. Das heißt, Sie brauchen sich keine Passwörter mehr zu merken. Das machen Sie jetzt ganz einfach alles mit Ihrem Finger. Hier oben befindet sich der Fingerprint-Reader. So. Und wir kommen zu einem weiteren riesengroßen Extra und für mich wirklich ein absolutes Must-Have, nämlich eine Docking-Station. Und für all jene, die sagen, ich möchte mit meinem Notebook aber auch arbeiten, ich hätte gerne einfach diesen Mix aus allem, die Mix aus Workstation am Schreibtisch, zudem ein Notebook, welches ich flexibel einsetzen kann, um mal von der Couch aus zu arbeiten oder von der Küche oder auch vom Wintergarten aus, aber auch die Möglichkeit, mit einem Tablet bequem zu surfen. Das ist ein richtiger Allrounder. Hier sehen Sie einmal die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten von USB über ESATA und Co. Es geht eben tatsächlich um die Bequemlichkeit oder auch den Luxus, nicht jedes Mal, wenn man so einen Laptop mitnehmen möchte, immer wieder Stromanbindung, also Netzkabel rauszuziehen. Dann haben Sie vielleicht noch einen Drucker dran, ein Kabel gebundenen. Vielleicht noch einen Scanner, ein Smartphone, ein Camcorder. Es gibt 1000 Geräte, die man anschließen kann und die hängen alle an den USB-Anschlüssen. Und jedes Mal, wenn ich den nur mal eben kurz mit in die Küche nehme oder mal eben aufs Sofa oder abends ins Bett, muss ich diese Kabel ziehen und ich garantiere Ihnen, fällt 4 von 5 runter. Fällt hinter den Schreibtisch. Ne? Ja. Da, wo die Wollmäuse zu finden sind. Ja, und da wollen Sie nicht dauernd krabbeln gehen.
Deswegen lassen Sie die einfach an der Docking Station, nehmen das Gerät mit, trennen es ganz einfach mit einem einzigen Tastendruck quasi von sämtlichen Peripheriegeräten und natürlich auch vom Strom. Und wenn Sie wieder zurückkommen, docken Sie wieder an und mit einem einzigen Klick sind alle Geräte wieder mit Ihrem Laptop-Tablet-Computer verbunden. Übrigens hier in der Docking Station auch schon der DVD-Brenner integriert. Am Gerät selber haben wir noch Tastaturbeleuchtung, Webcam und dergleichen. Das ist ein Gerät, das kostet normalerweise laut Listenpreis bei Hewlett-Packard schlanke 2000 Euro. Sie bekommen es heute als Leasing-Rückläufer für 569,50. Und hier sehen wir nochmal das Leistungspaket. Da ist alles drin, was du von einem modernen Computer erwartest. Sie haben hier Markenqualität zum absoluten grandiosen Preis. Nicht 2000 Euro, nein, 569,50 Euro. Ihr TV-Sonderpreis. Somit sparen Sie 72% unter der Bestellnummer REF 4033 und der 569. Und zudem bekommen Sie selbstverständlich auch noch 24 Monate Gewährleistung, sodass Sie dementsprechend auf der sicheren Seite sind mit Ihrem neuen Allrounder, mit Ihrem neuen Alleskönner. Wir sind absolut verliebt in dieses Gerät und das werden Sie auch sein. Jetzt steigen wir so langsam mal auf das Treppchen und beginnen für Sie mit Platz Nummer 3. Und auf Platz Nummer 3 haben wir wirklich auch ein Gadget, ein Technikprodukt, das einfach nur überzeugt. Dankeschön. Das begeistert und das vor allem für große Augen und Furore sorgt. Wir reden von einer Handyuhr und Smartwatch hier zu einem absolut bezahlbaren Preis, 37,91 Euro. Ja, da sagt sie der eine oder andere, das gibt's doch gar nicht. Jetzt sehe was hier los. Ich darf sie noch mal ganz kurz als Fotomotiv benutzen. Ach, klaro. So, schauen Sie doch mal ganz freundlich zu mir. Sekunde, ich zeige Ihnen das gleich am Blick. Moment, Moment. Gucken, ob man den Winkel trifft. Jetzt ist doch. Oh, da kannst du eine. So, ich habe keine Speicherkarte drin. Ist aber wurscht, liebe Zuschauer. Wir zeigen es einfach mal so. Ja? Denn Sie haben hier eine Smartwatch, die Sie entweder mit Ihrem Telefon via Bluetooth kombinieren können und damit natürlich auch volle Internetanbindung generieren. Die ganzen Nachrichten bekommen, auch wenn das Telefon mal in der Tasche bleibt, die ganzen Push-Nachrichten. Wenn bei Facebook jemand irgendwas geliked hat oder wenn Sie eine E-Mail bekommen oder ein Anruf reinkommt, bis Sie das Telefon aus der Tasche geholt haben, ist diese Info längst weg. Hier wissen Sie ganz einfach, was gerade passiert ist und Sie können natürlich jederzeit auch von Ihrer Smartwatch auf die entsprechenden Funktionen zugreifen. Das geht mit der Bluetooth-Anbindung an Ihr Smartphone. Es geht übrigens, der Hersteller ist völlig wurscht, geht mit Android-Geräten genauso wie mit den Apple-Geräten. Sie können aber auch diese Uhr völlig autark nutzen, das heißt das Smartphone mal zu Hause lassen. Wenn Sie jetzt mal spazieren gehen und sagen, draußen ist es kalt, es regnet, es schneit und das mag mein Smartphone nicht unbedingt so gerne, dann lassen Sie es zu Hause, packen die Telefonkarte, die SIM-Karte direkt ins Gehäuse, vielleicht noch ein Speicher dazu und dann können Sie auch direkt über die Uhr telefonieren. Sie können natürlich auch jederzeit Ihre Nachrichten schreiben oder auch ganz einfach die Musik dabei hören. Übrigens genial ist das, wenn du das Telefon hier via Bluetooth mit deinem Smartphone koppelst und auf deinen Musikordner im Telefon zugreifen kannst. Du hast hier einen starken Lautsprecher mit drin. Die Qualität ist wirklich sensationell, auch die Sprachqualität. Ja, da oben ist er zu finden. Moment, wo ist er? Da haben wir ihn. Ja. Sieht ein bisschen unscheinbar aus, aber wirklich brillant von der Qualität her und dann kannst du dich bei der Hausarbeit ganz einfach von deinem Handgelenk aus beschallen lassen. Wenn ein Anruf reinkommt, musst du nicht panisch zum Telefon laufen. Da hast du jetzt jederzeit dein Smartphone, dein Handy sozusagen, ganz einfach hier am Handgelenk. Kannst es auch nicht verlieren, bist jederzeit erreichbar und kannst dir sogar noch hier die entsprechenden Deckblätter aussuchen jetzt hier. Ich mag ja sowas. Für so ein High-End-Teil, für so viel Hightech und dann noch ein analoges Ziffernblatt obendrauf, das ist Understatement, finde ich. Liebe Zuschauer, wissen Sie, was ich bei diesem Modell gerade besonders finde? Die Optik, dieses solide Edelstahlgehäuse, dieses wunderschöne Armband. Das ist eine Smartwatch, die wirklich zu jedem Outfit passt. Ganz egal, ob leger, tagsüber mit einer Jeans oder einem T-Shirt, telefonieren wie James Bond oder auch abends zum schicken Anzug. Das wird definitiv Gesprächsthema sein. Diese Handyuhr und Smartwatch mit Bluetooth und Fotokamera. Die PX 3914 und die 569 37,91 Euro. Das ist ein super Preis, wenn man normalerweise überlegt, dass sie so 200-300 Euro kosten. Auch diese hier hat eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 130 Euro. Und Carsten, schön ist auch, dass wir hier noch verschiedene Apps haben, die das Leben auch noch so ein bisschen schöner machen. Aber wie zum Beispiel einen Schrittezähler oder natürlich auch einen Rechner, der integriert ist. Wenn Sie wollen, können Sie hier auch Ihren Schlaf so ein wenig beobachten. Also Sie sehen eine Vielzahl an Möglichkeiten zu den Standard-Apps, die Sie hier auf Ihrer Handyuhr und Smartphone
Smartwatch in dem wunderschönen Design abrufen können. 37,91 €, das ist ein absoluter Bestseller. Hier müssen Sie bitte auch schnell sein. Das Kontingent, das ist begrenzt. Die PX3914 und die 569. Ihr TV-Sonderpreis, der ist für Sie jetzt aktuell gesichert und bis zu 2 Stunden nach Ausstrahlung dieser Sendung. Wenn Sie möchten, können Sie dort auch nochmal auf www.pearl.tv alle Produkte dieser Sendung nachschlagen bzw. noch einmal aufgelistet sehen. Für mich ein absoluter Renner für Jung cool, und ja. Alt, für Mann und Frau, für wirklich jedermann. Absolut. Ich habe sie dreimal verschenkt jetzt über die Weihnachtsfeiertage. Der Jüngste war 10, der Älteste 46 und alle haben sich diebisch drüber gefreut. Vor allen Dingen, wir haben nicht über Preise gesprochen, aber die sagten, oh Junge, da hast du hier aber richtig ins Zeug gelegt jetzt hier. Solche Smartwatches fangen ja normalerweise bei ungefähr 200, 250 Euro an. Wenn Sie da einen amerikanischen Hersteller haben wollen, sind Sie bei 300 plus X. Und sowas mal eben für deutlich unter 40 Euro zu haben, ist spitze. Übrigens auch Sicherheit pur, gerade jetzt auch mal für Erwachsene, also nicht nur eine Spielerei für Kinder. Sehr interessant, Sie sind immer erreichbar und können immer mal eben schnell um Hilfe rufen. Tolles Produkt, wirklich. Können wir wärmstens empfehlen. Für Sie geht es jetzt weiter im Ranking der Top 10 Show Technik mit Platz Nummer 2. Und auf Platz Nummer 2 ist auch wieder eine tolle Smartwatch. Sie sehen also, danke schön Diane, das sind absolute Renner zurzeit. Ich finde gerade dieses Modell fantastisch. Wir hatten gerade die klassische schlichte Variante, die Handyuhr und Smartwatch kombiniert ist. Jetzt kommen wir aber, wie ich finde, zu einem 3-in-1 Produkt, nämlich Handyuhr, Bluetooth Smartwatch und Fitness-Tracker in einem. Ja. Brandneu für Sie, 94,91 €. Ihr Alleskönner direkt am Handgelenk. So, dann fangen wir doch vielleicht mal mit einer der wohl spektakulärsten Funktionen ganz einfach an. Denn man hat es eben häufiger so, Sekunde, zack. Na, komm her. Dass man eben hier vom Arzt gesagt bekommt, pass mal auf, mein Freund, also wenn du jetzt hier nicht mal langsam über deinen Bluthochdruck nachdrängst, dann könnte es tatsächlich irgendwann mal ganz, ganz böse enden. Und insofern muss man gucken, dass man ganz einfach seinen Puls, sprich also die Herzfrequenz, ganz einfach überwacht. Nicht jedermann ist begeistert von diesen, ja, da kommst du jetzt, das aktiviert, genau. Ja. Nicht jedermann ist begeistert von diesen Brustgurten. Und hier hast du eine jederzeit optische Messung deines Pulses ganz einfach direkt über deine Smartwatch. Das heißt, du weißt ganz genau, wie viele Schläge pro Minute dein Herz generiert. Und damit kannst du sicher gehen, dass du eben einen empfohlenen Wert seitens deines Hausarztes niemals übersteigst. Das ist aber nur mal der Gesundheitsaspekt, der mit dabei ist. Du kannst hier Sprachnachrichten aufzeichnen. Dafür bitte einen Speicher ins Gerät integrieren. Sie können natürlich auch hier die Bluetooth-Anbindung an Ihr Smartphone wählen und voll und ganz auf all die Funktionen Ihres Telefons zugreifen. Sie können aber auch hier völlig autark zu Werke gehen. Auch hier können Sie eine Telefonkarte reinpacken und das Handy, was Sie normalerweise nutzen, ganz einfach zu Hause lassen. Das ist eine tolle Angelegenheit, was wir Ihnen hier anbieten und vor allen Dingen die einzige Variante, die zwar ein Vollmetallgehäuse hat, aber ausgesprochen rund daherkommt. Die meisten sind eckig vom Gehäuse her und du hast natürlich auch hier bitte und deswegen nicht nur als Spielzeug ansehen oder als netten Gag, auch die Sicherheit, dass du eben hier dein Telefon nicht verlieren kannst. Das kann dir nicht aus der Tasche rutschen und das Klauen ist auch ein bisschen schwierig. Aber du hast eben hier die Sicherheit, dass du jeder Zeit mal eben anrufen kannst, wenn du Hilfe brauchst und bist auch jederzeit erreichbar. Also es ist auch für Erwachsene interessant, bitte nicht nur als Gag für die Kinder ansehen. No? Ich finde das auch wahnsinnig toll, weil sie hier einfach viele verschiedene Möglichkeiten haben. Das Handy kann zum einen mal in der Tasche bleiben, aber auch zu Hause, wenn sie möchten. Entweder autark zu nutzen oder natürlich auch, wenn sie einmal via Bluetooth die Verbindung zu ihrem Smartphone herstellen. Zudem dann dieser Herzfrequenzsensor und das ist wirklich eine absolute Besonderheit dieser Handyuhr und Smartwatch, dass sie hier dynamisch und permanent alle 5 Minuten einmal ihre Herzfrequenz gemessen bekommen, ihren Puls, dass sie den stetig im Blick haben, gerade also auch für Personen, die sagen, Fitnessarmband, oh, ich weiß nicht, also da muss es schon ein bisschen mehr sein. Für die ist diese Kombination hier wirklich genau die richtige. Das zu so einem grandiosen Preis, auch übrigens brandneu hier bei uns im Programm, für Android und iOS gleichermaßen natürlich passend, die PX4555 und die 569, Ihre Bestellnummer, diese Handyuhr und
Bluetooth-Smartwatch, hat eigentlich eine wahnsinns unverbindliche Preisempfehlung von knapp 230 Euro. Liebe Zuschauer, auch ein leistungsstarker Akku ist hier verbaut mit ca. 35 Stunden Laufzeit, wenn die im Betrieb ist. Ist der absolute Wahnsinn. Eine Schlafüberwachung, ein kleines Schlaflabor, das integriert ist, sodass diese Handyuhr aufgrund oder anhand ihrer Bewegungen messen kann, wie toll sie schlafen. Dann hier auch noch einmal natürlich ein Schrittezähler, ein Pedometer, der dann dementsprechend auch sagt, wie viele Kalorien sie einmal verbraucht haben. Und das Schöne ist, all ihre Fakten, all ihre Daten können sie natürlich auch auf einer kostenfreien App noch einmal auf ihrem Smartphone nachlesen. Dort können sie zum Beispiel auch ihre Werte, wie zum Beispiel die Herzfrequenz, den Puls ausmessen und dann für eine Woche lang speichern, sodass sie sehen, wie sich ihr Puls entwickelt. PX 45 55 und die 569, ihre Bestellnummer, das Design, das überzeugt. Ihre Handyuhr und Smartwatch, 94,91 Euro. Das ist ein geniales Teil. Also die finde ich selber wunderschön. Und auch hier hat man natürlich jederzeit die Möglichkeit, auch eine ganz einfache Uhr draus zu machen. Und kein Mensch wird vermuten, dass man nur mal eben kurz so machen muss und tatsächlich hier in Verbindung mit dem Smartphone volle Internetanbindung hat. Für 94,91 mal eine Hammer-Variante der entsprechenden Handyuhren, Smartwatches. Und das jetzt hier wirklich im modernsten Design. Qualitativ top gemacht und das für deutlich unter 100 Euro jetzt hier. Also das ist mal eine Variante, die habe ich selber auf dem Zettel, da hätte ich auch noch Spaß dran. 94,91 Euro, ein Wahnsinnshit, ein richtiger Bestseller. Hier müssen Sie bitte schnell in die Leitung gehen. Und liebe Zuschauer, wir haben für Sie einmal das Studio gewechselt. Wir sind einmal rübergegangen, denn wir kommen jetzt auch schon zum absoluten Platz Nummer 1 der Top 10 Show. Und auf Platz Nummer 1 haben wir einen Bestseller der absoluten Extraklasse. Liebe Zuschauer, das ist ein Produkt, das wirklich innerhalb von 2 bis 3 Tagen das erste Mal ausverkauft war. Dann die nächste Lieferung, die kam, eine riesen Bestellung bzw. Lieferung. Auch diese wieder in 2 Werktagen ausverkauft. Für Sie jetzt die Möglichkeit, einen der letzten begehrten Bestelllistenplätze für die nächste Lieferung zu reservieren. Wir reden von dem HDXL Filmscanner und Digitalisierer. Ja, und der ist schon fleißig in Aktion jetzt hier gerade und digitalisiert uns einen 8mm, einen Super 8 Film ein, den ein Kollege tatsächlich bei seinen Eltern noch irgendwo im Speicher gefunden hat. Und genau das ist der Punkt. Also ich möchte wetten, dass viele so aus den 60er, 70er Jahren noch diese klassischen 8mm Filmbänder zu Hause haben, auf der Spule in so einem Aluminiumgehäuse versteckt. Aber wahrscheinlich fehlt der Player. Und irgendwann hast du auch vergessen, dass du diese Dinger mittlerweile hast. Denn abgelöst worden sind diese 8mm Filme dann irgendwann mal in den 80er Jahren von der VHS-Kassette. Dann kam irgendwann das digitale Zeitalter mit CDs. Und insofern sind hier diese Aufnahmen ganz einfach auch in Vergessenheit geraten. Dabei reden wir von den 60er Jahren mitunter. 1965 hat die Firma Kodak als erste Fotofirma überhaupt das Filmen für den Privathaushalt möglich gemacht. Das war eine Sensation damals. Heutzutage ist das völlig normal. Jeder hat ein Smartphone, macht Videos mit einer 12- oder 16-Megapixel-Kamera. Aber damals gab es das nicht. Und insofern hat man auf Bändern tatsächlich die Filme gemacht. Ja? Und das kann ich jetzt hier ganz einfach ins digitale Zeitalter retten. Und das ohne, dass ich einen PC anschließen muss. Ich bin also kein Ingenieur und gar nichts. Kann aber trotzdem direkt auf einer Speicherkarte im hinteren Teil des Geräts meine Aufnahmen eindigitalisieren und zeitgleich gerne mit der Anbindung an den Fernseher oder auch hier auf dem kleinen Mäusekino das Ganze live verfolgen. Warum tun wir das? Wir möchten Erinnerungen retten und ich glaube, das ist auch im Sinne unserer Zuschauer. Denn so 1965 war mein Vater 14 Jahre alt und den mal im Teenageralter mit ein paar Pickeln auf der Nase zu sehen, wäre für mich persönlich heute mal ein richtiges Highlight. Bis jetzt habe ich noch keine Fotos von ihm gesehen. Ich kenne ihn erst bewusst, also irgendwann so Ende 20, Anfang 30 war, aber die Zeit davor ist mir persönlich ein Stück weit verborgen geblieben. Bei manch einem anderen geht es um Großeltern, Menschen, die vielleicht auch gar nicht mehr unter uns weilen. Und bitte, ich finde es respektvoll und wunderschön, sich sowas auch mal für besondere Anlässe aufzuheben. Und dadurch, dass wenige einen Super 8 Projektor haben, kannst du jetzt hier ganz einfach über eine digitale Datei in einer
brillanten Qualität jetzt hier ganz einfach auch mal vom Laptop oder später dann auch vom PC oder auch mal direkt vom Smartphone aus die Bilder zeigen. Toll gemacht. Und das Schöne ist, 1965 bis circa 80-85, das heißt 15 bis 20 Jahre, die hier einfach auf dem Dachboden oder im Keller ja warten, schlummern und kurz vor dem Zerfall sind. Liebe Zuschauer, das ist die perfekte Möglichkeit, selber zu Hause zu digitalisieren. Wenn man da zum Profi geht, zahlt man, ich glaube, gut und gerne pro Stunde 100 bis 150 Euro. Das heißt, da muss man sich ganz genau überlegen, was wirft man weg und was digitalisiert man. Carsten hat es gesagt, das ist die Vergangenheit. Das waren vielleicht die eigenen Eltern, die Großeltern, die in dieser Zeit jung waren, die gesund waren, die gelacht haben, Spaß gehabt haben. Und das möchte man doch nicht wegwerfen. Das möchte man retten. Und das können Sie hier ganz bequem von zu Hause aus, so oft und so lang, wie Sie möchten. Auch hier gerne in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis einfach mal nachfragen, ob Sie da vielleicht auch noch wunderbare Super 8 oder 8 mm Schätze finden. Ein sogenanntes Standalone-Gerät, das heißt, es ist weder ein PC noch ein Notebook nötig, um zu digitalisieren. Das Ganze erfolgt im Handumdrehen, kinderleicht. 379,91 €, liebe Zuschauer, die NX4294 und die 569. Und wir raten da immer, machen Sie sich mal einen schönen Nachmittag oder einen schönen Sonntag, wo Sie einfach mal all diese Filme rauskramen, wo Sie sich vielleicht auch ein paar Gäste aus der Familie einladen, ein schönes Mittagessen oder ein Abendessen, Kaffee und Kuchen, und dann setzt man sich mal zusammen hin, schaut sich diese Super 8 und 8 mm Filme einmal an, ja, und wird direkt zurück in die Vergangenheit versetzt. Das ist so grandios. Aber hier bitte nochmal ein Hinweis, liebe Zuschauer, wir sind hier wirklich bei den allerletzten Bestelllistenplätzen. 379,91 €, die NX4294 und die 569, derzeit vergriffen. Bitte jetzt sofort bestellen, damit Sie bei der nächsten Auslieferung dann dabei sind. Ja, und jetzt guck dir das mal an. Das ist ein Kinderzimmer, wahrscheinlich so aus den Ende 60er Jahre, so tippe ich mal so vom Mobiliar und von den Klamotten jetzt her. Da siehst du nirgendwo eine Playstation, da siehst du nirgendwo einen Computermonitor, da siehst du nirgendwo einen Fernseher und ja nichts. Die Kinder spielen Reise nach Jerusalem, lachen sich dabei kaputt und gehen um 8 Uhr abends selig ins Bett und schlafen ihre 12 Stunden durch. Ja? Die müssen nicht irgendwelche Rekorde mit irgendwelchen komischen mobilen Geräten oder sowas alles, irgendwelche Diamanten sammeln oder irgendwelche Rekorde jetzt hier auf der Playstation brechen. Das war analoge Jugend sozusagen. Ich kenne das noch, ich bin Baujahr 72. Ich habe das erste Computerspiel, glaube ich, das war, glaube ich, ein Atari, irgendwann mit 8 oder 9 Jahren sowas bekommen. Aber es ist doch schön, dass man diese Erinnerungen ganz einfach jetzt ins digitale Zeitalter retten kann und damit nicht zum Spezialisten muss, sondern ganz einfach hier das Ganze dann, wie der Hirte hier auf seine Schafe aufpasst, ins neue Zeitalter rettet und damit natürlich wesentlich genügsamer vom Bildmaterial her damit umgehen kann. Denn falsche Lagerung bei den Super 8 Filmen war häufig das Problem. Feuchtigkeit oder zu große Hitze oder zu große Kälte vernichten die Bänder oder machen sie unbrauchbar. Und da sind tatsächlich Erinnerungen drauf, die sind unbezahlbar. Die wollen Sie retten und damit können Sie es machen. 0180 51 51 in Rahmen die 2, Ihre Rufnummer. Gehen Sie hier bitte schnell in die Leitung, sichern Sie sich Ihre Schätze, Ihre persönlichen Favoriten. Der Top 10 Technik, hier hatten wir einige Highlights dabei. Deshalb zögern Sie gar nicht lang und greifen Sie zum Hörer. Die lieben Kollegen im Callcenter warten auf Sie. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß mit Ihren neuen Highlights. Jawohl.